Was gibt dir so ein kleines Schnappi? Moni, sei vorsichtig, wenn du den Rucksack auspackst, heute fliegt alles weg. Margot? Muss ich warm trinken, weil es ein bisschen zwiebeln. Wir trinken uns die Sonne her. Ja dann, so handeln wir uns von einem Schnäpschen zum anderen. Zum Wohl. Die Uhr ist, glaube ich, nicht wirklich gefällt. Ich läuft mir Sachen. Wollt ihr? Sprich weiter. Wurde jetzt auch Eierlikör gekriegt? Nee, ich glaube, der wäre noch aufgeweckter als jetzt schon hier. Frodo braucht Spielzeug. Ist doch in Ordnung. Ich will es jetzt nicht so aushängen. Ja klar, seh zu. Oh, here we go again. Das Hochmoor hat mir total gut gefallen. Das war das Highlight heute bis jetzt. Ansonsten ist die Wanderung heute entspannt, feucht, fröhlich und wirklich bei guter Stimmung sind wir heute unterwegs. Wirklich schön, es macht Spaß. Wir haben im Hochmoor angefangen, war so ein bisschen sumpfig, mal was ganz anderes. Und jetzt ein kleiner Abstieg, jetzt ist es gleich zum Mittagessen und dann geht es bestimmt auch noch gut weiter. Ja, du kommst ja auch am Stock gut durch. Ja, haben wir den Stock besorgt. Ein extra grüner Wanderstock und bin bisher sehr zufrieden damit, schadet auf jeden Fall nicht. Hi nun, dieses Dorf ist zu klein für uns Fremder. Das Wetter ist jetzt nicht so, aber es kommt immer mal die Sonne, wie jetzt gerade auch rüber. Und das sind ganz tolle Bilder. Säufele. Du bist doch so unentschlossen. Ich weiß noch nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Ich will jetzt mal umgucken. Ich auch. Ich habe den ersten Schuh genommen. Was hast du, Verena? Ich habe Kürbis, Cannelloni überbacken mit Käse. Und was ist drin? Lauch? Und Lauch. Und Lauch. Käse und Lauch überbacken. Ich habe dasselbe. Und schau mal, das wunderschöne Blümchen. Ein Schweinebraten. Wir sind ja auch in Bayern. Es war seit 201 Jahren besetzt von Bayern, aber immer nur Franken. Wunderbar. Ehrlich? Mhm. Großartig. Toll. Ganz großartig. Wunderbar. Nördlich der Donau, so gesagt. Ja.
Der letzte Henneberger, der es besessen hat, da gab es ja mehrere Linien, hat es verkauft, weil er auf den Kreuzzug wollte. Hat es der Bischof von Würzburg gekauft, hat es ein halbes Jahr später weiterverkauft an den Bischof von Fulda. Und nach 135 Jahren brauchten die Fulda Geld. Schriftliche Erwähnung dieser Kirchenburg ist 1423, da haben sich nämlich die Adligen beschwert, die armen Leute, also die nicht das Land besaßen, zum Teil gar nicht mehr so arm waren, wollten ihnen im Kirchhof keine Hüttenplätze geben. Ich würde euch jetzt mal um eine detaillierte Wiedergabe eures hier erworbenen Geschichtswissens bitten. Das hätte... Geht wenigstens eine Jahreszahl. 1634. Die war toll. Wann ist diese Kirchenburg erstmals erwähnt worden? Oh nein, frag mich nicht nach Jahreszahlen. Das konnte ich in der Schule schon nicht. Überreichen. 1674. War das richtig? Das war richtig. Ja, ja. In den 70er Jahren hat die Stadt Geld bekommen aus München. Die Leute hängen daran, als Ostheimer einen Keller in der Kirchenburg zu haben. So, jetzt gehen wir hier noch einmal ein Stück zurück bis zum Tor. In so einen Keller hätte ich gerne mal reingeguckt. Er hat ja gesagt, jeder Ostheimer möchte hier gerne so einen Keller haben. Ja, ja, jeder hat ja eine Leiche, die er begraben muss in seinem Leben. Die liegen dann alle da unten drin. Mein Gott, sag's laut. So. Nee, konnte ich nicht. Hier sind wir im kommunalen Bereich der Kirchenburg, nämlich hier das früher einzige Tor. Ist das die Damentoilette? Hat ein Lehrer an dieser Schule, es war ein Mädchenlehrer, dann hat man gesagt,